18 Uhr und da bin ich wieder, die Caro aus der Quarantäne und der Hilfsklave ist auch dabei. Heute ist Sonntag, das heißt, heute ist Corona-Lied-Zeit, gell? Genau, er hat sich total gefreut, schon den ganzen Tag. Er hat das jetzt schon so lange nicht gespielt. Er hat schon richtige Entzugserscheinungen gehabt. Wir haben dieses Lied schon so lange, seit Sommer nicht, seit wann haben wir das, also wann war, kann man schon gar nicht mehr erinnern. Haben wir schon ewig nicht mehr gespielt, wir haben es richtig vermisst. Ihr wahrscheinlich auch, deshalb machen wir heute eine Special Version. Was ist heute passiert? Man hat gedacht, man hat einen ruhigen Sonntag. Ja, kalt war es draußen, nebelig. Also ich weiß nicht, wie es bei euch da im Westen war, aber hier im Osten war es wirklich so ein bisschen richtig grauslich. Was ist? Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Irgend so ein Volltrottel, oder wie die Wiener sagen würden, so ein blödes Arschloch, ja, fährt durch die Stadt mit am Auto irgendwie Geräuschen wie bei einem Terroranschlag und mit Muezzin-Gedingse. Was war das? Entschuldige, ich bin wirklich für Freiheit, für Demokratie und für Demonstrationsfreiheit, aber das, wenn ich als Polizei mitbekomme, dass der irgendwelche Schüsse daherballert, also auch wenn es nur akustisch ist, bitte, das geht überhaupt nicht. Ich meine, haben sie denn irgendwie, ich weiß nicht, was ist denn mit den Leuten los? Jetzt reißt euch ein bisschen zusammen, das darf ja wohl alles nicht wahr sein. Wurscht. Sonst war es ein ruhiger Sonntag hoffentlich. Was habt ihr so gemacht? Ihr habt mir was zu essen geholt. Ja, weil ich finde, in der jetzigen Zeit ist es total wichtig, dass wir auch versuchen, Leute um uns herum zu unterstützen. Und zwar, wir haben unsere Wampe unterstützt und haben beim Heurigen heute gegessen. Also zu Hause, aber vom Heurigen ist halt geholt. Geht zu eurem Lieblingsbeisel, Lieblingslokal, Restaurant, holt euch die Sachen. Manche Bars bieten sogar an, dass man Cocktails bei ihnen abholt. Bitte macht's das. Wir wollen ja auch nach dem ganzen Wahnsinn wieder ein normales und glückliches und erfülltes Gastronomieleben haben. Also bitte unterstützt eure Gastronomen. Genau. Und sonst, wir freuen uns, dass Kamala Harris, die erste Frau im Präsident, also Vizepräsidentin, großartig, das freut mich als Frau, muss ich kurz mal raus, also ich freue mich sehr, ich hoffe, dass der Trump irgendwann mal wirklich dann seinen Sessel räumt, werden wir sehen, wird noch sehr lustig sein, aber jetzt ist Zeit, jetzt kommt das Corona-Lied, woo, geht schon, spiel, aber Corona 2.0 natürlich. Wie wird der Jahreswechsel denn gefeiert? Bin ich dieses Weihnachtsfest echt ganz allein? Auch nach Monaten mit Masken ganz verschleiert. Kein Ende ist in Sicht, wie kann das sein? Corona, Corona, Corona. Corona, du hast uns am Sack. Corona, Corona. Du bist ausgebrochen, eine Impfung wird versprochen. Bis dahin haben wir uns verkrochen. Oh no, 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 no. Man kann doch alles kaufen: Hefe, Obst, Klopapier, Haufen und ganz viel Alkohol zum Saufen. Oh no, 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 no. Auf Mehl, Milch und auch Eier fliegen wir wie wilde Geier für die Privat-Palatschinken-Feier. Oh jo, 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 jo. Und alle! Corona, 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 ich hab's so vermisst! Corona, du hast uns am Sack. Corona, 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 geschleicht dich, zack, zack. Bitte keine Panik, wir sind nicht auf der Titanic, du bist damit nicht alleinig. Oh no, 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 no. Bitte alleinig. Oh no, 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 no. Und alle gemeinsam! Corona, Corona, Corona. Corona, du hast uns am Sack. Aber sowas von voll mühsam. Corona, Corona, Corona.
ein bisschen, also ich habe es ein bisschen verändert, gell, aber es ist fast das Gleiche. Gell, können wir, ja, also nächsten Sonntag wieder, weil ich glaube, es wird noch länger dauern. Nächste Woche wieder jeden Tag pünktlichst um 18 Uhr wieder am Fenster natürlich. Und er wird sich ja auch irgendwann mal wieder aufpoppen irgendwo, gell, der Hilfsklave. Erste Woche überstanden. Wir schaffen auch noch die nächsten. Willst du irgendwas sagen zum... Irgendwann schaffen wir es, dass der redet. Ich meine, irgendwann, wir schaffen das. Wir schaffen das. Das war's aus der Quarantäne. Bleibt gesund. Servus. Tschüss.